Jahr 2024 sind, leben wir dann nicht 1 Million Jahre alt? Hä? Ja, und mit diesem unglaublichen Zitat, was eigentlich schon fast von Albert Einstein hätte kommen können: Ich habe unglaubliche Schmerzen. Heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Egal wo ihr gerade seid, schnallt euch bitte an, denn heute habe ich die absolute Zerstörung eurer Gehirnzellen. Denn wir schauen uns jetzt Clips an von Leuten, die entweder aus Frankfurt kommen, Berlin oder Duisburg. Und ihr wisst ganz genau, wenn ein Mensch als Eigenschaft hat, dass er sich in irgendeinen von diesen drei Städten aufhält, dann ist er absolut geisteskrank und kann nicht normal sein. Der muss irgendetwas an sich haben, was nicht normal ist. Und das meine ich komplett ernst. Gefühlt die Hälfte der Einwohner von Duisburg, die laufen draußen nicht normal auf den Straßen, sondern bewegen sich sofort. What the fuck? I'm scared. Oh. Der Bruder hat sich mal ganz kurz in diesen einen Droiden von Star Wars verwandelt, der so mit den beiden Kanonen ballert und sich dann immer wegrollt. Stell dir vor, du bist so mit deiner Familie gerade unterwegs, sie macht einen schönen Ausflug, auf einmal der Typ kommt auf dich zugerollt. Meine arme Mutter, die würde wahrscheinlich eine Panikattacke bekommen. Und mein Vater würde wahrscheinlich zu Cristiano Ronaldo werden und dem Typ mit einem Freistoß wegkicken. Okay, der Clip hier war jetzt irgendwo aus Los Angeles. Schauen wir doch mal, was wirklich in den Frankfurter Straßen jetzt gerade um diese Uhrzeit so los ist. Gibt es da auch vielleicht Leute, die sich wie ein Droide hin und her rollen? Kleiner Spoiler, nein, gibt es nicht. Aber dafür gibt's gerade aktuell sehr, sehr viele besoffene Fußballfans, die dort einfach chillen und schlafen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ich würde zu gerne wissen, wie seine Träume gerade aussehen. Ey, das macht doch alles gar keinen Sinn mehr. Wir leben wirklich in einer Simulation. Also, dass der eine Typ da besoffen auf dem Boden liegt und am Pennen ist, ja gut, ich sag mal so, das siehst du gerade aktuell in jeder deutschen Großstadt, wenn du nur 1-2 Minuten durch paar Ecken läufst. Aber was geht da jetzt ab? Wieso ist da auf einmal Batman in seinen 80er Jahren mit einer Lidl-Tüte oder was auch immer das da ist? Hä? Das macht alles gar keinen Sinn mehr. Wieso ist dieser Opa da und wieso trägt er dieses Batman-Kostüm? Ich bin gerade erst aus dem Winterschlaf wieder aufgewacht und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch komplett drin. Kann mich jemand bitte zwicken? Das muss ein Fiebertraum gerade sein. Ach nee, ist es nicht. Das ist nur die Frankfurter Innenstadt. Das ist komplett normal. Das ist wahrscheinlich das Normalste, was du um 8 Uhr morgens dort siehst. Ja, so ist das halt. Das ist der Alltag in der schönen, deutschen, kulturell gut angehauchten Stadt Frankfurt. Naja, wenigstens ist es in den Läden oder Restaurants nicht so abgefuckt wie draußen. Oder? Oh, Hölle, nein. Wozu hat der sich überreden lassen? Die sind da wirklich in einem Klamottenladen und der Typ trägt eine Leine. Der ist da wirklich ein Wuff, 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 Wuff. 2024 ist echt ein verrücktes Jahr, ne? Jeden Tag, wo ich denke, es kann nicht noch schlimmer werden, wird es schlimmer. Was bin ich hier gerade schon wieder sehend? Einer von euch, Leute, guckt mal, einer von euch. Ein weiterer Bruder von euch, dort schön an der Leine. Ich hab Hunger. Oh mein Gott, was mache ich hier gerade, hä? Zum Glück sind meine Eltern gerade nicht da, ne? Ich bin hier gerade zu Besuch bei meinen Eltern und würden die gerade draußen so im Flur stehen und würden ihren Sohn hier drinnen irgendwie durch die Tür hören, wie er Hundegeräusche macht, die würden mich wahrscheinlich enterben und rausschmeißen. Aber kommen wir mal zurück zu den wichtigen Dingen. Der Typ steht da einfach in diesem Laden an einer Leine angeleint und das ist seine Herrin. Oh nein, Mann, was ist das für ein kranker Scheiß schon wieder? Die zwei teilen irgendeine abgefuckte Fantasie zusammen und die gehen wahrscheinlich auch so zu Hause. Oh nein, der hat bestimmt auch einen Hund. Hundeklo zu Hause. Nein, 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 der hat kein Hundeklo zu Hause. Die geht bestimmt immer raus mit ihm. Der Bruder muss draußen schießen gehen, damit er auch komplett in dem Hundefilm eintaucht, damit er auch 100% in seiner Rolle steckt. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was soll die Kacke? Was müssen sich die Kinder denken, die gerade in diesem Laden sind und sowas sehen? Das geht echt gar nicht, ne? Lass die Kinder doch Kinder sein, bitte. Lass die schön in ihrer Traumwelt weiterleben. Die müssen doch noch nicht mit ihren 5 Jahren dort so einen schmierigen Typen sehen, der seine Fantasien und Fetische auslebt. Mach das doch bitte zu Hause, okay? Und nicht in der Öffentlichkeit. TikTok hat die Bevölkerung echt auseinandergenommen und ich glaube, es wird noch härter. Aber naja, gut, was soll ich jetzt machen? So rede ich mir das auch die ganze Zeit einfach schön so. Was soll ich machen? So ist es halt. Ich kann jetzt auch nichts mehr tun. Naja,
Gehen wir weiter zu der nächsten Person, die in ihrem Personalausweis stehen hat. Herkunft Frankfurt. Ist doch Gras legal. Deswegen gibt die Blätschen und das Lila sein passen, ja. Sie will Sex und kriegt ihn tief in den Rachen, ja. Ach du heilige Scheiße, bitte erlöse mich. Mama! Mama, bitte, bitte, ich brauch Hilfe! Gut, ich bin wieder da. Ich hatte gerade ein intensives Vier-Augen-Gespräch mit meiner Mutter, in dem ich einfach mal über meine Probleme geredet habe und wie verstört ich bin über dieses TikTok. Sie will Sex und kriegt ihn tief in den Rachen, ja. Ey, bitte. Ich glaube, ich muss wirklich Bundeskanzler werden, damit ich es einführen kann, dass Internetzugang erst ab so 15, 16 Jahren erlaubt ist. Obwohl, nee, da würde niemand ja mehr meine Videos schauen. Ich habe ja vergessen, ihr seid ja alle 12. Okay, vergesst ganz kurz diese Schnapsidee, die ich gerade hatte. Was war das denn? Wie bin ich denn darauf gekommen? Ich wollte mich einfach selber auseinandernehmen. Und nochmal ganz kurz zurück zu diesem Video. Hashtag for you. Hashtag for you Page. Gina Alexander. Meine liebe Gina Alexander, weißt du eigentlich, was du da gerade in das Internet stellst? Du dachtest dir so, ja, du lädst jetzt hier so ein cooles Video hoch, aber nein, es ist vollkommen cringe, okay? Liebe Gina Alexander, bitte, was ist denn los mit dir? Du bist doch gerade erst mal 14 oder so. Wieso machst du denn solche TikToks? Was für... Wie das Gras ist jetzt legal in Deutschland? Gib die Blättchen und das Lean, lass ein Paffen, ja. Was für Blättchen, Lean und ein Paffen? Du musst in die Schule gehen und für deine 8. Klasse Klausur lernen. Obwohl, in der 8. Klasse schreibt man ja noch gar keine Klausuren. Mach bitte deine 8. Klasse Hausaufgaben, wo du paar Vokabeln lernen musst, okay? Weil diese Vokabeln mit Lean und dein Paffen, das sind definitiv die falschen. Die solltest du noch nicht lernen. Was ist denn nur los mit den ganzen 14-Jährigen? Was soll denn nur aus denen werden, wenn die mal älter sind? Habt ihr euch eigentlich mal so gefragt, so, hey, was denken eigentlich unsere Kinder oder unsere Enkel, wenn sie später von uns solche Videos im Internet sehen? Als ob die sich so dabei in 40 Jahren so denken, boah, hey, guck mal, was unsere Oma damals gemacht hat, ey, boah, wie cool ist das denn? Na, würde ich sowas von meiner Oma sehen, das würde mein komplettes Bild von ihr zerstören. Ich glaube, ich werde später alles anders machen. Ich werde meinen Kindern und meinen Großenkeln etwas Gutes hinterlassen, damit sie sich für immer an mich erinnern werden. Wie zum Beispiel sowas hier. Vor 16 Jahren sitze ich hier am Schreibtisch und mache mir die Zehennägel. Und auf einmal denke ich so, ich werde jedes Jahr immer älter, ne? Warum kann ich das nicht festhalten? Ah, schaff mir das... Bitte mach mir ein anderes Bild, ich will das nicht sehen. Geh mir aus den Augen damit. Das sind die nur von den beiden großen Zehen. Zeige ich allen, die hier reinkommen. Später, wenn ich alt bin, kann ich das ja mal meinen Enkeln geben. Können Sie sehen, das war unser Großvater. Wie, du zeigst das allen, die hier reinkommen. Und wie, das ist nur von deinen zwei großen Zehen. What the f***? Wo sind denn dann die anderen? Obwohl... Nee, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Stoff. Vergiss, was ich gesagt habe. Also, guck mal, jeder wie er mag, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so der Grind ist, dass man einfach seine Fußnägel aufhebt. Um das später mal seinen Verwandten zu zeigen, so, oh hier, guck mal übrigens, das sind meine Fußnägel. Den hier, an den erinnere ich mich noch, der ist 4 Jahre alt. Ach, und hier, der Kollege da hinten in der Ecke, der schlummert schon seit 10 Jahren da drin. Weiß ich jetzt nicht, ob das so nice ist, muss ich ehrlich sagen. Stell dir vor, so, du erwartest so was voll Krasses. Dein Opa, der sagt so, yo, komm mal zu mir, ich muss dir etwas sehr, sehr Wichtiges und Interessantes und etwas Seltenes zeigen. Ich bewahre es schon seit 10 Jahren heimlich bei mir im Keller auf. Und du denkst dir so, oh mein Gott, was? Mein Opa wird mir gleich Gold schenken. Er wird mir gleich das feinste Gold schenken oder irgendwelche Diamanten, irgendwelche Edelsteine, irgendwelche alten Uhren, die ultra viel wert sind. Oh mein Gott, wie heftig. Dann gehst du zu ihm und er zeigt dir einfach seine abgeschnittene Sammlung von Zehennägeln. Ach du Heilige. Ich glaube, ich würde mich selber darum kümmern, dass mein Opa dann doch schon ein bisschen schneller ins Altersheim muss. Ich würde so sagen, so, hey, yo, der ist krank. Da stimmt irgendwas nicht. Spaß würde ich natürlich nicht machen. Mein armer Opa. Da können Sie sehen, das war unser Großvater. Das hat er uns hinterlassen. Das war sein Leben, kann man sagen. Das hat er uns hinterlassen. Als wäre das so ein Monument, so. Das, ja, als wäre das wirklich das Krasseste, was er hinterlassen kann. Einfach diese verdammten, ekelhaften Zehennägel. Na, das ist echt ekelhaft, Bro. Das hat doch nichts mehr mit süß zu tun oder mit einem netten Gedanken. Nein, das ist einfach nur ekelhaft. Pfui.
und ich hoffe, dass mein Opa mir so etwas nicht hinterlassen wird. Ich habe eine Frage. Was kommt heraus, wenn man einen Duisburger und eine U-Bahn zusammen miteinander vermischt? Genau das hier. Hallo, hallo, es ist alles gut. Wir können darüber reden, okay? Kein Grund, in der Bahn auszurasten. Schau mal, für die, die dort direkt nebenan sitzen, die juckt das gar nicht. Für die ist das so Daily Business. Das ist ganz normal. Ach, das ist halt die Duisburger Bahn um 15 Uhr. Naja, was soll man machen? Sowas passiert hier jeden Tag. Ich bin das gewohnt. Das ist wahrscheinlich noch das Normalste, was diese Woche dort in dieser Bahn passiert ist. Deswegen zeigt die auch gar keine Reaktion. Lil Bro hat sich mal ganz kurz in einen Tyrannosaurus Rex verwandelt. Oh ja, ziemlich gruselig. Ziemlich gruselig. Das kommt sehr authentisch. Ich habe solche Angst, oh nein. Diese armen Leute dort in der Bahn, wirklich, ne? Ich bin echt froh, dass ich nicht mit der verdammten Bahn jeden Tag irgendwie in die Uni fahren muss oder auf Arbeit. Da habe ich echt Glück gehabt, weil ich glaube, ansonsten würde ich auch so durchdrehen. Würde dieser Typ bei mir in der Bahn sein, wahrscheinlich würde ich sogar noch mit ihm aufstehen und mit ihm zusammen so diese Tyrannosaurus Rex Geräusche machen, so. Ach du Heilige, wieso bin ich eigentlich nicht in Duisburg geboren? Wieso? Ich wäre eigentlich der perfekte Kandidat für diese Stadt. Ich habe mir einen Mercedes-Stern auf... Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe keine Ahnung, um was es in dem nächsten TikTok geht, aber nachdem ich den ersten Frame gesehen habe und dieses Mädchen... hat die da einen Mercedes-Benz-Stern auf die Stirn tätowiert? Das muss fake sein, oder? Das muss fake sein. Das kann nicht echt sein. Das muss 100% fake sein. Die Stirn tätowiert und diese No-Name-Tante in meinem Live will mir wirklich immer noch erklären, BMW wäre besser. Kommt in mein Live. Nee. Bitte. Bitte sagt mir jetzt irgendjemand, dass, wenn ich das nächste Video anschaue, das Tattoo auf ihrer Stirn einfach wieder weg ist. Halt, stopp! Wenn du dieses Video hier siehst, scroll noch nicht weiter, denn ich wette... Was ist das hier für eine gequillte Scheiße, die ich mir gerade reinziehe? Wie? Halt, stopp! Was sagst du mir, was ich scrollen soll? Wow, du hast deinen verdammten Mercedes-Benz-Stern auf deiner Stirn! Du hast mir gar nichts zu sagen! Du bist der letzte Mensch, von dem ich irgendeinen Tipp annehme. ...mit dir um 20 Euro, dass du dieses Wort nicht in mein Live kommentieren kannst, da direkt dieser Sound hier kommt. Oh Gott. Also du willst mir erzählen, dass sie ein Mercedes-Logo auf ihrer Stirn hat und wenn man in ihren Livestream geht und BMW schreibt, kommt Monte, wie er sagt, Schmutz. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ich streite mich gerade mit so einem komischen BMW-Fangirl. Hör auf, mich anzuschreien, okay? Ich habe schon den ersten Tinnitus von deiner Stimme bekommen. Bitte hör auf, bitte. Du stehst da in deiner verdammten Wohnung mit deiner Hello Kitty Schlafanzughose, dein AMG-T-Shirt und dem Stern auf deiner Stirn. Bitte. Ich streite mich gerade mit einer No-Name-Tante, die der Meinung ist, dass BMW einfach besser ist. So, hä, what the f***? Kommt jetzt in mein Live. Okay, sie hat gesagt, sie streitet sich mit irgendeinem komischen BMW-Fangirl. Ich bin tatsächlich ein bisschen weiter geswiped so durch ihre TikToks und... Die Sch*** ist real. Die hat wirklich da diesen Stern auf ihrem Gesicht. Wie kam sie auf diese Idee? Okay, so, du magst Mercedes-Benz, okay, ist cool, aber dann hol dir doch ein Auto davon. Was hat dieser Stern da zu suchen? Wer kam auf diese Idee und welcher Tätowierer hat das gestochen, so? Hat der nicht irgendwie gesagt, so, yo, willst du es dir vielleicht nicht noch so ein, zweimal überlegen? Obwohl, komm, Sch*** auf ihn. Der hatte bestimmt ein paar Geldnöte, der hat einfach das erste genommen. So, direkt da, oh, ja, komm hier, ja, bring Geld, mach ich. Alle nehmen dich hops. Alle nehmen dich hops, du kleine No-Name-Tante. Und jetzt erzähl mir nichts. Mercedes ist besser. Die sitzen da wirklich in diesem Livestream, die Linke und die Rechte, und die streiten sich jetzt, ob BMW oder Mercedes-Benz besser ist. Eigentlich ist daran nichts Verwerfliches so. Okay, die streiten sich halt so ein bisschen über die Automarke, aber das Ding ist halt, dass die eine davon wirklich das verdammte Logo auf ihrer Stirn hat. Sie hat diesen riesen Stern in ihrer Fresse und das für ihr Leben lang. Die andere, die wollte so ein bisschen lustig sein, so auf Lachkick. Ha, ich mache mir jetzt auch
BMW auf die Stirn. Sie ist immerhin noch clever. Sie hat immerhin noch ein bisschen Verstand und weiß ganz genau so, ja, ich sollte mir das jetzt vielleicht nicht tätowieren. Ich sollte es mir einfach nur mit Edding draufschreiben. War auch die richtige Option. Mercedes ist besser. Thorsten! Thorsten! Wuff, wuff! Oh Gott. Wir leben in der größten Simulation, die man sich nur vorstellen kann. Das kann nicht echt sein. Ja, Junge, kriegst du jede Galaxy? Ich bell 5-mal. Aber dein Leute ist nur in der Lage, eine Galaxy zu schicken. Guck mal, Obama im Laden, Thorsten, alle haben dich hops genommen. Alle! Wir sind 2500 Menschen. Willst du mich verarschen? Samantha, danke schön. Hier. Junge! Wuff, 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 wuff. Also ich bin euch ganz ehrlich, ich kann dazu nicht viel sagen, mir fehlen da wirklich die Worte, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist das hier. Das ist meine Meinung dazu, das ist meine Stimmung gerade, das sind meine Emotionen. Das kann alles einfach nur noch eine Satirewelt sein, das kann einfach nur noch eine Matrix sein, es ist anders nicht mehr erklärbar. Ja, real talk, es ist auch anders einfach nicht mehr erklärbar, das muss eine Satirewelt sein, das muss die Matrix sein. Das kann nichts anderes sein als eine Simulation. Oder ja, ich weiß nicht, vielleicht fällt euch ja irgendwie etwas in den Kommentaren dazu ein, wie ihr mir das hier erklären könnt. Ich kann's nämlich nicht, ich habe keine Ahnung. Und ich gebe es auch ehrlich gesagt einfach auf. Ich hinterfrage es gar nicht mehr, weil das wird mich auch nur unglücklicher machen im Leben. Und deswegen lasst einfach direkt weitermachen mit dem nächsten Clip. Lasst es einfach direkt vergessen. Versucht es einfach zu verdrängen, was gerade bis hierhin passiert ist. Und wir machen weiter mit dem nächsten Clip. Macht euch bereit für die ultimative Straßenumfrage in Frankfurt. Denn hier wurde jetzt einmal wirklich die Jugend befragt, was so ihre No-Gos sind bei Frauen. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Mädchen. Ich ruf sie an und sie sagt so, ich muss kacken gehen, Amana. Ich klatsch dir eine. Hey, Moment mal. Chill, chill. Ganz kurz, lass mich einmal ganz kurz durchatmen. Das ist jetzt irgendein Video über No-Gos bei Frauen. Und wieso werden da diese Jungs aus dem Kindergarten befragt? Hä? Hatten die überhaupt schon mal irgendeine Freundin, mit der sie auch geredet haben? Oder was ist das? Die sind doch gerade erst mal wirklich alle 10 oder 11. Und was sagt der Erste als No-Go, dass sie kacken geht? Bro, was? Was sind so deine No-Gos, Bro? Bro, ich geb sie nur einmal am Tag kacken. Wenn ich nochmal sehe, ich mal direkt Schluss, gibt's einen Klatsche. Ey, bitte, nein. Okay, das ist das große Finale. Auf was bin ich hier denn jetzt gestoßen? Wie, du willst sie klatschen, wenn sie kacken geht, hä? Und das ist unsere Jugend. Das ist unsere Generation. Diese Generation soll uns auf den Schultern tragen. Das war's. Ey, ich schäme mich gerade schon ein bisschen, ne? Das ist sogar für ein Bennert-Video. Für ein Bennert-Video, wo eigentlich nur immer der geistige Dünsch läuft, finde ich das gerade sogar zu hart. Und das soll was heißen. Wie? Wie jetzt? Ihr wollt eure Freundin klatschen, wenn sie mehr als einmal am Tag kacken geht? Haben diese Jungs keine Eltern? Also, zeigt dieses Interview mal bitte euren Eltern, dann will ich mal sehen, wer eine Klatsche bekommt. Wie machst du Klatsche? Okay, gut, alles klar. Mike Tyson steht da vor mir. Wenn du jemandem eine Klatsche geben willst, dein kleiner Zahnstocherarm, der bricht durch. Mach das lieber nicht. Ein Barber okay. Also wenn die Woher kommt der Kleine jetzt? Der ist ja nochmal 4 Jahre jünger als die anderen. Der ist irgendwie 7 oder 8. Und chillt da mit Tracky und kommt jetzt in das Interview und sagt seine No-Gos bei Mädchen. Ein Barber okay. Also wenn die Bauchhaare hat und Achselhaare und wenn die stinkt, das geht gar nicht. Wie, wenn die Bauchhaare und Achselhaare hat? Chill mal, Bro. Du hast selber noch nicht mal irgendwie Haarwuchs unter deinen Achseln. Was laberst du? Bei mir auch so. Auch so. Und wenn sie mit Just... Und wenn sie furzt. Sei ruhig, Amara. Ja. Und wenn... Warte, Amara. Und wenn... Mikrofon. Ne? Wenn sie Dings wissen, das haben wir da. Ey, der Typ hat gerade seinen Main-Character-Moment, ne? Ich habe auch schon gar nicht mehr zugehört. Komm, bring es einfach hinter dich. Komm, bring irgendeinen coolen Spruch, dass du sie klatschen willst, wenn sie dies und das macht. Komm. Wir warten jetzt alle nur auf deine coole Aussage von einem 10-jährigen Jungen, der mir jetzt sagen will, was seine Freundin darf und was sie nicht darf. Komm, bitte. Wenn sie mit Jungs rausgeht und ohne mich, dann geht's nicht. Wenn die ohne Erlaubnis Schwimmbad geht. Hey, der kleine Junge hat gerade das Mic genommen und hat da gerade was reingedroppt, so als würde er so was voll Heftiges sagen. Als würde der gleich in einem TikTok-Zitat-Video landen und alle würden ihn bejubeln. Ich hoffe wirklich, dass irgendwie seine Eltern dieses Video sehen, ne? Ich glaube, das würde mich so richtig glücklich machen. Stell dir mal vor, er hätte wirklich auch noch so normale Eltern.
Und die würden auch noch, keine Ahnung, ihren Sohn normal erziehen. Obwohl, wenn der Sohn schon so ist, dann weiß ich echt nicht, wie die Eltern drauf sind. Aber ich stell's mir nur gerade vor, hätte ich damals so ein Video gemacht und meine Eltern hätten das gesehen. Das wär's gewesen mit mir, ne? Ich würde heute definitiv nicht hier sitzen. Ich hätte wahrscheinlich noch bis heute, bis zu meinem 21. Lebensjahr, hätte ich Internetverbot. Geht gar nicht. Meinst du im Freibad? Und ja, genau ab wie jetzt. Wenn sie ohne mich Schwimmbad geht. Okay, wenn sie ohne dich Schwimmbad geht. Du darfst doch selber nicht mal ohne deine Eltern oder irgendeine erwachsene Person ins Schwimmbad. Was redest du denn? Und? Wenn sie ohne mich Stadt geht und wenn sie immer mir Nacht streift. Wenn sie ohne mich Stadt geht. Wie? Und wenn sie ohne die Stadt geht? Darf sie überhaupt noch irgendwas etwas ohne dich? Ja, weißt du noch? Weißt du, was noch so meine No-Gos sind bei Mädchen? Wenn sie ohne mich atmet, Bruder. Wenn sie ohne mich atmet. Siehst du einmal, dass sie irgendwie atmet, ohne dass ich dabei bin und es ihr erlaubt habe? Dann klatsche ich sie, Bruder. Dann klatsche ich sie, aber nachher. Und jetzt, Carlo? Oder wenn sie furzt. Das geht nicht, das stinkt. Oder wenn sie Rock oder so anhat und geht noch extra so Plärer, dann klatscht sie, Digga. Sie bekommt 100 Löffel. Seitdem am Ende auch wieder gar nichts verstanden, außer dass sie irgendwie 100 Löcher bekommt. Ja, alles klar, sie bekommt 100 Löcher wie ein Schweizer Käse. Komm, bitte. Obwohl, die Jungs, die sind sowieso schon verloren. Aber als kleine Message, falls irgendjemand hier zuschaut von mir und in dem gleichen Alter ist und auch irgendwie denkt, dass das hier gerade cool ist und sich vielleicht auch so verhalten würde in einem Interview, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Lasst einfach TikTok sein, hört auf da zu scrollen und macht was aus eurem verdammten Leben. Das kann doch nicht angehen, Mann. Was ist das denn? Bitte. Ich sitze hier gerade zu Hause und bekomme einen Mental Breakdown, weil ich mir das nicht erklären kann. Ich muss ehrlich sagen, so, das Einzige, was ich gerade dazu sagen kann, ist einfach das hier wieder. Das kann alles einfach nur noch eine Satirewelt sein. Das kann einfach nur noch eine Matrix sein. Es ist anders nicht mehr erklärbar. Genau das beschreibt meine Emotionen perfekt, Bro. Das hier muss eine verdammte Matrix sein. Das kann nicht real sein, Bro. Irgendjemand muss mich aufwecken. Irgendjemand muss mich aufwecken. Ja, meine Damen und Herren, falls ihr es wirklich geschafft habt, bis hierhin es auszuhalten mit mir zusammen, dann wünsche ich euch mein herzlichstes Beileid. Ich hoffe, ihr könnt euch irgendwie wieder davon erholen in den nächsten 24 Stunden, denn morgen um die gleiche Uhrzeit gibt's das nächste Video mit dem nächsten Brain Rot, was eure Gehirnzellen schmelzen lassen wird. Und bis dahin, genießt eure Zeit ohne mich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Wir sind fast bald bei den 100.000. Oh mein Gott, wow. Ciao, ciao.